Okay, ungewohnte Sache. Wie schon erwähnt, neue Kamera und da ist alles spiegelverkehrt jetzt mal wieder und sehr verwirrend. Also, egal wie auch immer, erstmal hallo und willkommen zu meinem Mittwochsvideo. Und ja, ich dachte, diesen Mittwoch fange ich mal einfach an, euch ein bisschen was so zu erzählen, was mich gerade beschäftigt, was bei mir so los ist und vor allem, was gerade bei mir das aktuellste Thema überhaupt ist. Und zwar das Thema sich weiterentwickeln, weiterzukommen, weitere Schritte zu tun. Ja, etwas gegen dieses auf der Stelle Gefühl traben tun. Also, um es mal anzufangen, ich habe vor, ich weiß nicht, einer geraumen Zeit habe ich einige sehr große Entscheidungen in meinem Leben getroffen. Und das alles hat angefangen so mit meiner Weisheitszahngeschichte. Und da danach bin ich irgendwie so in einem Punkt gekommen, wo ich gesagt habe, ja, ich will jetzt viel mehr machen. Ich will nicht mehr nur da in der Nacht irgendwann vor der Weisheits-OP habe ich zu meiner Mutter gesagt, ich glaube, ich will jetzt tun. Ich will jetzt tun, ich will nicht mehr lange drüber reden. Ich will tun, egal ob ich auf die Schnauze fliege, egal wie es ist, ich will jetzt erstmal tun. Und vor allem, ich will jetzt nicht mehr dieser Mensch sein, der immer bloß sagt, ich würde gerne, ich möchte so gerne, ich will dann mal. Mein Ziel ist es irgendwann mal, sondern ich will jetzt jemand sein, der einfach sagt, ich möchte und es dann auch umsetzt. Nicht immer gleich sofort, aber zumindest in einem dementsprechend näheren Zeitraum. Und dann nach der Zahn-OP war ich ja schon mal ein Jahr, glaube ich, noch weg. Und dann in dem darauf folgenden Jahr irgendwann haben sich wieder ein paar Dinge ereignet. Ich hatte einige Sachen, die ich beendet habe, die mich sehr angestrengt haben. Einige Sachen, die ich neu angefangen habe, die für mich sehr positiv waren. Und ja, irgendwie mit dem Ende und diesen neuen Anfängen ist dann ganz schleichend passiert, dass ich innerhalb von wirklich für mich sehr kurzer Zeit angefangen habe, mich weiterzuentwickeln. So Entwicklungsschritte zu machen, so Dinge zu tun, die ich davor noch nie getan habe. Dinge zu tun, die mir bis dato nicht mal gelegen sind. So Sachen wie einfach mal was Neues ausprobieren, zu Ausstellungen gehen. Ich habe angefangen zu sagen, wenn mich etwas stört. Früher habe ich dann immer gedacht, ja, dann ist es jetzt halt so, aber ich muss dann damit leben. Das ist jetzt mein. Ich bin die, die da ja irgendwie, die ist, die anstrengend ist, die irgendwie gestört ist in gewisser Form, die mit diesen ganzen Sachen nicht klarkommt und 90% der Welt oder 80% sind nicht so und deswegen muss ich mich an diese Prozentzahl anpassen. Und irgendwann, ja, dieses Jahr habe ich angefangen zu sagen, nein, ich will auch mal sagen dürfen, nein, ich möchte das nicht, ich möchte das nicht, ich möchte jetzt hier nicht oder ich möchte jenes nicht. Oder ich habe auch angefangen, solche Sachen zu sagen, die mich stören. Ich habe angefangen, mich gegen Dinge, die nicht für mich gut sind, zu wehren. Und alle solche Sachen, solche kleinen Entwicklungsschritte, wenn man so möchte, die aber, wenn man sie alle zusammenzählt und die man alle zusammen mal nimmt, wirklich eine immense Entwicklung bedeuten für mich. So Sachen auch wie, ich habe angefangen, ich war letzte Woche viermal draußen, ich glaube sogar fünfmal, und habe viermal bis fünfmal war ich wirklich vor der Tür und ja, zweimal habe ich sogar Fritten gegessen. Ich gebe es zu, Pommes. Nicht unbedingt gesund, aber sehr lecker. Ich habe angefangen, Dinge anzupacken, die ich gerne möchte. Ich habe nicht wie früher gesagt, na gut, dann warte ich jetzt, bis das noch so und so ist, sondern ich habe angefangen, einfach zu sagen, ja, ich fange jetzt an, ich arbeite jetzt, ich will jetzt unbedingt, dass es klappt. Oder ich möchte jetzt dran arbeiten. Und es waren einfach so Sachen, diese ganzen Entwicklungsschritte, die ich so gemacht habe, die einem extrem vorausbringen, hatten aber auch alle einen ganz, ganz komischen Beigeffekt oder Beigeschmack oder ich weiß jetzt nicht, wie ich es formulieren soll. Nämlich, ich habe es gar nicht gemerkt. Ich hab vor einem halben, vor letzten Monat, ja, letzten Monat vor. Ungefähr auf der Hälfte vom Monat hat meine Mutter mal zu mir gesagt, ich hätte mich ja so immens entwickelt. Und ich soll noch mal
Und habe ich zu ihr gesagt, ja, dann lass uns mal eine Liste machen, mit was da alles so ist. Und bin ehrlich gesagt davon ausgegangen, dass dann 3 Punkte auf der Liste stehen. Und am Ende hatten wir ein vollgeschriebenes Blatt. Und ja, das war einfach wirklich so was, wo ich mir in dem Moment gedacht habe, wow und wow. Und ja, und dann habe ich gedacht, gut, man entwickelt sich ja immer unterschiedlich. Man kann sich manchmal in rasantem Tempo entwickeln, manchmal entwickelt man sich in ganz langsamen Schritten, manchmal stagniert man auch einfach mal. Und in dem Moment, wo ich so diesen Zettel gesehen habe, ist bei mir ehrlich gesagt so der erste Gedanke gewesen, oh Gott, aber nächsten Monat passiert da bestimmt nicht so viel. Und jetzt haben wir nächsten Monat und diesen Monat ist auch schon wieder so viel in meiner Entwicklung passiert, so viel, wo ich mir einfach sagen muss oder sagen kann, wow, das hätte ich jetzt nicht gedacht, dass ich das jetzt auch packe. Und ja, dann bin ich an so einen Punkt gekommen, wo ich mir gedacht habe, ja, was, wenn die Entwicklung einen überholt und man wirklich so Angst kriegt mehr davor, dass man sich jetzt noch weiterentwickelt? Was, wenn einem diese ganzen Entwicklungsschritte Angst machen? Und was, wenn man Angst hat, dass man nicht mehr man selbst ist? Was, wenn man nicht mehr das Gefühl hat, ja, ich nicht mehr ganz normal zu sein? Also ich komme mir gerade zur Zeit total fremd vor. Ich erkenne das Mädchen, das vor mir sitzt, nicht mehr. Ich weiß zur Zeit manchmal nicht mal mehr, wer ist eigentlich Elena und was will Elena und wieso ist Elena jetzt an einem Punkt, wo sie sagt, ich will zum Beispiel sei sie das und das und dann auch so wirklich umsetzen zu versuchen. Früher habe ich so oft gesagt, ich will irgendwann mal das und das tun. Und dann habe ich eigentlich im Prinzip auch schon wieder aufgehört, darüber nachzudenken. Jetzt sage ich will das und das tun und dann tue ich es auch. Und manchmal ist es einfach angsteinflößend, sich zu entwickeln. Und was ich dann einfach jetzt erzählen wollte, ist, sich zu entwickeln ist was Gutes. Sich zu entwickeln kann rasant gehen, kann langsam gehen, kann, egal wie es geht, es ist immer gut, wenn man sich entwickelt. Und Entwicklung heißt nicht immer, dass irgendwas sich automatisch total groß verändern muss. Manchmal sind Entwicklungen auch kleine Schritte. Entwicklung heißt manchmal auch einfach bloß, heute tue ich etwas, was ich noch nie zuvor getan habe. Oder manchmal heißt es auch, ich tue etwas, was ich getan habe, tue es aber anders. Und manchmal hilft es auch einfach nur zu sagen, ja, ich bin jetzt an einem Punkt, wo ich sagen will, stopp, halt, ich kann nicht mehr, ich überhole mich selbst in meiner Entwicklung. Ich entwickle mich gerade viel zu schnell und das macht mir nur noch Angst. Das macht mir einfach echt nur noch Angst, dieses, ja. Wer bin ich dann, wenn ich fertig bin? Und was, wenn das jetzt die ganze Zeit so weitergeht? Und was, wenn ich die ganzen Entwicklungsschritte, die jetzt jahrzehntelang ausgeblieben sind, in einem Monat aufholen muss? Und ich sag's, wie es ist. Es kann angsteinflößend sein, es kann beunruhigend sein, aber im Zweifel möchte ich euch einfach vermitteln, habt keine Angst. Redet viel mit den Leuten, die euch wichtig sind. Sagt ihnen, dieser und jener Entwicklungsschritt habe ich gerade gemacht und erzählt ein bisschen was davon. Wenn andere stolz sind, ich habe da ein ganz kleines bisschen so ein Problem, weil ich einfach nicht weiß, so warum sind die jetzt so stolz auf etwas, was ich im Prinzip wo nichts ist? Weil man es meistens selbst nicht so richtig mitbekommt, wenn man sich gerade extrem weiterentwickelt. Und manchmal kann es einfach helfen, auch zu fragen, du, sind dir eigentlich gerade zur Zeit irgendwelche Veränderungen an mir aufgefallen? Ich habe so das Gefühl, dass ich gerade total überfordert bin mit allem. Und manchmal kann es auch einfach helfen, sich jemandem anzuvertrauen, jemandem zu sagen, ja, es ist gerade schwer, ja, ich weiß gerade nicht, was ich machen soll, ja, wie weit geht es noch? Aber einfach zu wissen, man ist nicht alleine da draußen mit diesen ganzen Entwicklungen. Jeder entwickelt sich, jeder tut es, jeder macht es in seinem Tempo, aber ja. Ihr seid nicht alleine. Und ob du jetzt Asperger bist oder nicht Asperger, ob du jetzt irgendwie ein normaler Mensch bist, ob du irgendwie total außergewöhnlich bist, weil du, sagen wir mal, ein Rad schlagen kannst oder 10 Räder hintereinander. Oh, das stelle ich mir jetzt gerade lustig vor. So, wie so in diesen früher in den Comics, wenn Bugs Bunny gehüpft ist und so. Schleifen entstanden sind, entschuldigt. Egal wie es ist, wenn ihr euch entwickelt, dann entwickelt ihr euch. Wenn ihr Angst habt, ihr entwickelt euch gerade gar nicht, bei euch tut sich nichts entwicklungstechnisch, dann vertraut mir einfach, wenn ich sage,
keiner stagniert in seiner Entwicklung ewig. Irgendwann geht's weiter. Und dann, wenn es weitergeht, dann kann es euch auch sein, dass es euch wieder überholt. Und dann hilft es auch manchmal einfach zu sagen, ich mache jetzt mal eine Woche oder einfach mal so sage ich, stopp, stopp, mir ist es zu viel. Ich gehe jetzt mal eine Woche vielleicht nicht unbedingt jeden Tag raus. Ich tue jetzt nicht unbedingt zu viel versuchen zu machen. Ich muss jetzt nicht auch noch zusätzlich irgendwas Großes planen, sowas wie, ich mache einen Ausflug zum See. Sondern einfach dann mal sowas zu sagen wie, ich mache mir jetzt eine gemütliche Woche, versuche ein bisschen den Fuß vom Pedal zu nehmen, vom Gaspedal und einfach mal nochmal es langsam angehen zu lassen. Aber trotzdem zu wissen, ich kann mich ja trotzdem auch weiterentwickeln. Ich muss nicht immer so viel tun, um mich zu entwickeln. Manchmal kann ich mich auch entwickeln, indem ich einfach, ja, nichts tue. Das klingt jetzt irgendwie ein bisschen komisch, aber es ist wirklich so. Und manchmal ist es auch wirklich hilfreich zu sagen, ja, ich habe mich entwickelt. Ich bin jetzt nicht mehr der Mensch, der ich noch gestern war. Ich bin nicht mehr der Mensch, der ich noch vor einem Monat war. Aber ich bin auch kein ganz neuer Mensch. Ich bin einfach nur ein bisschen anders. Und dann kann es auch einfach mal helfen zu sagen, ich bin stolz auf das, was ich gerade erreicht habe. Ich bin stolz auf das, was ich gerade tue. Ich bin stolz auf das, was gerade mit mir passiert. Weil egal, wie man es dreht und wendet, wenn man sich entwickelt und es gar nicht honoriert, dann ist das einfach schade, weil jede Entwicklung heißt ja auch eine Veränderung. Und auch wenn Veränderungen für uns Asperger extrem schwierig sind, um sie anzunehmen, muss man sie erstmal akzeptieren. Und deswegen mein Tipp, wenn du dich veränderst, wenn du dich entwickelst, dann akzeptiere es erstmal. Lerne damit umzugehen, lerne es langsam für dich einfach auch das Tempo kennenzulernen. Und sei dir gewiss, nicht jeden Tag entwickelt man sich gleich wie am Tag zuvor. Ja, das war mein heutiges Video, mein Tipp, wenn ihr so möchtet. Ich hoffe, dass es euch geholfen hat da draußen. Wenn ja, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Ihr könnt mir aber auch gerne eine E-Mail schreiben an die bell.riedmeier@outlook.com oder auch gerne über Twitter und Facebook. Ich hoffe, wir sehen uns am Freitag wieder. Ich wünsche euch bis dahin eine wundervolle Woche und eine tolle Zeit. Bis dann. Tschüss.